Meine lieben Freunde, Gänsehaut! Und jetzt müssen wir gleich die Booster absprengen. Pass auf, da geht bestimmt was schief. Oh, nein, jetzt habe ich den Tank schon abgesprengt. Ich habe zweimal gedrückt. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program 2, meine lieben Freunde. Ich muss mich jetzt immer dran gewöhnen, dass ich die 2 noch dazu sage, denn es ist nicht mehr der erste Teil. Nein, es ist der zweite Teil. Der absolute Wahnsinn. Und wir sind hier im Vehicle Assembly Building, denn ich möchte euch mal was Cooles zeigen, was im zweiten Teil jetzt richtig super funktioniert. Denn es klappt nämlich unglaublich schnell, sich ein Space Shuttle zusammenzubauen. Ein klassisches Space Shuttle. Nicht so wie früher im alten Kirby Space Program, wo man ewig immer hin und her frickeln musste und rumprobieren musste und dann irgendwie, ja, das war alles immer sehr frickelig, weil man ja auch immer diese zwei verschiedenen Editors hatte und so. Jetzt ist das ja alles so ein bisschen vereinheitlicht worden und ich will euch das jetzt einfach mal zeigen, wie wahnsinnig schnell das jetzt eigentlich geht. Also ihr seht, ich bin jetzt hier unten gerade im Workspace in der Flugzeugorientierung. Das seht ihr unten da an dem kleinen Symbol mit dem Flugzeug, dass ich jetzt quasi horizontal das Fahrzeug baue. Und für das Space Shuttle, für den Rumpf, ist das tatsächlich auch erstmal die sinnvollste Ausrichtung. Genau, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Kirby Space Program 2 reinziehen, dann lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir Kirby Space Program 2 spielen. Genau, ich habe jetzt mal hier einen Monoprop-Tank angebracht und einen Frachtbereich, den man hier auch aufklappen kann dann später, um Satelliten zum Beispiel abzusetzen. Ist ziemlich cool. Und dann machen wir hinten mal die Treibstofftanks dran. Es gibt nämlich spezielle Space Shuttle Tanks, die wir da benutzen können, zum Beispiel das. Und dann noch einen kleinen dahinter, weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben im Orbit dann, ja. Wir wollen ja da nicht zu schnell leergebrannt sein. Und dann habe ich hier bei Struktur diese EM500 Hotplate jetzt genutzt, um entsprechend Düsen auch dran zu bauen. Und die Space Shuttle Triebwerke sind auch wieder dabei aus dem ersten Teil. Die Vector Triebwerke, genau, die sind das nämlich. Und da müssen wir jetzt drauf achten, dass wir entsprechend hier bei der Symmetrie die Dreier-Symmetrie einstellen. Denn dann haben wir nämlich die Space Shuttle Triebwerke auch so angebracht, wie das auch im Original der Fall gewesen ist. So, wir sehen, das Ding hat keine Spitze. Das sollten wir vielleicht mal noch gewährleisten. Also wir haben die Wahl, entweder wir nehmen halt eine Spitze, so eine Spitze, aber das ist irgendwie hässlich. Ich weiß nicht, ich nehme dann lieber die Strukturteile, schnapp mir das Ding hier und baue dann da vorne noch das hier dran. Dann haben wir nämlich auch so eine Art Guidance-System direkt drin. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht, das ist so für fliegende Fahrzeuge auch eigentlich gedacht. Genau, und der spaßigste Teil beim Space Shuttle ist jetzt das Bauen der Flügel, meine lieben Freunde. Und das ist nicht mehr so ätzend wie früher, wo man ständig diese einzelnen Bauteile hingefrickelt hat. Nein, man hat jetzt Flügel, die man dynamisch anpassen kann. So, wie machen wir das jetzt? Wir gehen hier bei der Symmetrie erstmal wieder mit dem Rechtsklick drauf und dann auf die Flugzeugsymmetrie, sodass wir da die richtige haben. Und dann bringen wir die Dinger erstmal grundsätzlich an und schieben sie auch so ein bisschen nach hinten. So, jetzt sind die natürlich auf der falschen Höhe. Das ist schon mal Punkt 1. Und sie sehen auch nicht so wirklich korrekt aus, ja. Also wir korrigieren jetzt erstmal die Höhe. Das machen wir hier mit Rotate und Translate. Das ist jetzt hier unten. Das ist wie bei so einem 3D-Editor, ne? Da kann man das jetzt runterschieben. Jetzt wundere ich mich, warum das nicht symmetrisch ist. Manchmal tatsächlich versagt die Symmetrie auch. Ist mir schon aufgefallen bei der Anpassung von bestimmten Sachen. Das ist aber jetzt an sich nicht schlimm. Da müssen wir halt nur das ungefähr auf dieselbe Höhe schieben. Das rastert, ja. Insofern, ja, machen wir das so, genau. Ja, dann gehen wir wieder hier rein und dann auf dieses kleine Schraubschlüssel-Symbol. Und dann können wir entsprechend die Eigenschaften des Flügels verändern. Also wir können sagen, die Flügelspannweite, die ist ja eigentlich eher kurz bei den Space Shuttle Triebwerken. Die Engel, die machen wir mal eher so, würde ich, obwohl. Machen wir die mal eher so. Die Dicke der Wurzel, die Wurzel ist quasi Root, ist das, was am Fahrzeug anliegt. Das kann man so ein bisschen vielleicht nochmal schmaler machen. Oder eigentlich ja länger, ne? Eigentlich sind die ja so an der Spitze, an der Root sind die eher länger. Genau, und dann können wir sagen,
Genau, die Länge und die Dicke können wir festlegen. Also wir können es auch etwas dicker machen. Man kann das richtig aufblähen tatsächlich. Und ihr seht schon, das ist ein ganz schön mächtiges Tool, um auf eine schnelle Art und Weise die Art von Flügel zu bekommen, die man haben möchte. Es ist wirklich sehr ärgerlich, dass in dieser Pre-Early Access-Version, die ich hier spiele, dass ich die Flugzeuge nicht speichern konnte, die ich schon gebaut habe, und die Fahrzeuge. Ich habe nämlich schon ganz schön viel gemacht tatsächlich. Ich habe zum Beispiel schon die Electron von Rocket Lab nachgebaut. Auch die Neutron von Rocket Lab kann man jetzt nachbauen mit dieser Methode. Es ist echt Wahnsinn, was man jetzt alles machen kann. Ja, also alleine durch die Flexibilität bei der Flügelgestaltung kann man so unglaublich viel machen. Es ist der absolute Wahnsinn. So, für meinen Geschmack sind sie immer noch vielleicht ein bisschen groß, aber wir können sie tatsächlich ja auch noch ein bisschen mit der Verschieben-Funktion. Können wir sie ja auch noch ein bisschen verschieben. Wir können sie ja noch ein Stück reinschieben, entsprechend. So, zwei Dinger vielleicht, genau. Machen wir das so und nochmal vielleicht ein Stück nach vorne auch. Blöd, manchmal macht er das symmetrisch, dass er beide verschiebt und manchmal macht das nur mit einer Seite. Keine Ahnung warum. Das ist auch noch so ein Early Access-Ding wahrscheinlich, so ein Fehler, der noch nicht passieren sollte eigentlich. Da müsste eigentlich immer das symmetrisch machen. Wenn hier die Symmetrie eingestellt ist, müsste das eigentlich mit beiden auf dieselbe Art, also gleichzeitig halt verschieben, genau. So, dann braucht man noch ein Control Surface, also einen Stabilizer quasi. Und dann nehmen wir jetzt auch den hier und packen den entsprechend ohne Symmetrie, also mit Einser-Symmetrie, packen den hier hinten drauf jetzt. Bisschen weiter nach hinten. Huch, hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt hat er es gemacht. Genau. Packen den nach hinten. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den auch sehe hier. Nimm mal das Fahrzeug nach vorne. Mach das mal zu. Und nimm mal das Fahrzeug nach vorne, dann sehe ich das nicht. Ja, danke schön, dass du die Kamera jetzt wieder verschiebst. Ich will das eigentlich so sehen, genau. Wunderbar. So, dann machen wir das Ding nämlich jetzt mal ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Engel. Ah. Ja, die kann schon Spaß machen. Mach das mal hier auf die Seite. Die Kamera kann manchmal schon echt Spaß machen. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Root. Genau, das wollte ich schmaler machen. Ich wollte auch die Span runternehmen. Genau. Ja. Sieht doch gut aus. Die Dicke passt eigentlich erstmal so. Soweit. Vielleicht die Control Surface, also die Kontrollflächen. Die Steuerflächen. Bisschen größer machen noch, dass die ein bisschen kongruenter sind zu dem, was wir jetzt hier schon haben. Genau, das sieht doch gut aus. Und dann braucht das Ding natürlich noch Fallschirme hinten dran. Da ist ja hier hinter den Düsen noch genug Platz für Fallschirme. Die werden ja dann auch nicht gegrillt. So, da machen wir jetzt einfach mal. Ja, manchmal mit den Anzeigen ist es ein bisschen komisch. Da machen wir wieder hier die Symmetrie jetzt und machen die Fallschirme entsprechend hier dahinter. Dann können die nämlich noch, wenn das Ding dann landet, können die das dann noch ein bisschen bremsen. Und dann entsprechend noch Räder dran, genau. Denn das muss ja auch passieren, dass das Ding dann auch rollen kann, nicht wahr, wenn es gelandet ist. So, einmal hier vorne. Und die größeren können wir dann entsprechend unter die Räder packen. Da muss ich mal gucken, geht das so? Ja, das geht so. Unter die Flügel packen, meine ich, genau. Aber schön weit nach hinten, damit die Düsen nicht schleifen über die Rollbahn. Genau. So, damit haben wir unser Space Shuttle schon fertig eigentlich. Das ist unglaublich, wie schnell das ging eigentlich. Ich glaube, ich speichere das direkt mal. Auch wenn Speichern hier immer so ein bisschen so ein Risiko ist in dieser Version. Wie gesagt, bei mir funktioniert das noch nicht so gut mit dem Speichern. Bei euch funktioniert das hoffentlich, dass euer Fahrzeug auch entsprechend gespeichert wird und euer Spielstand vor allem noch nicht flöten geht. Aber mal schauen. So, jetzt haben wir ja nur den einen Teil von dem Space Shuttle. Jetzt kommt ja noch der ganze andere Teil. Mach mal die Dinger rein. Genau. Die hier die, wie heißen sie? Fahrwerke, genau. Fahrwerk rein. Und dann mal entsprechend das Ganze mal so ein bisschen aufrichten hier, in dem mit E, mit W und D kann man es dann drehen. E, W und D. Genau. Und jetzt habe ich das aufrecht gestellt und bin jetzt hier auch in dem vertikalen Baumodus quasi. Und dann gehen wir mal hier gleich mal in die Dekuppler rein. Hier bei Kuppling. Und da macht man mal den XXL-Dekuppler direkt hier drunter. Machen wir das mal hier hin. So, genau. Und dann bauen wir da mal gleich einen dicken, fetten LG-Tank dran, würde ich sagen. So, denn das ist ja beim Space Shuttle so. Das ist ja dieser Treibstofftank. So, jetzt gibt es bei Kerbal Space Program 2 noch ein Problem.
was Treibstoff angeht. Man kann ihn nicht umpumpen. Das ist für Veteranen jetzt vielleicht eine sehr schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, wann das genau nachgereicht werden soll. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall momentan in der Version geht das noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt noch das Problem, dass wir, selbst wenn wir jetzt eine Treibstoffleitung legen, wenn wir jetzt eine legen würden, hier von dem Tank zum Space Shuttle, das würde nichts bringen tatsächlich. Das heißt, wir müssen jetzt hier, auch wenn das beim Original Space Shuttle nicht so war, unten noch eine Düse dann dran bauen. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, ist halt so. Warte mal, dann macht man den Tank mal noch ein bisschen kürzer vielleicht. Der war jetzt doch ein bisschen lang vielleicht. Machen wir das mal hier mit den zwei. Oder nee, warte, wir machen da noch so eine sowas hier noch drunter. Genau, weil dann können wir nämlich hier dann die Düse drunter bauen, genau. Ich mach mal auch noch einen Stabilizer vielleicht. Aber vielleicht nicht so einen, machen wir mal so einen. Und dann noch eine Spitze oben drauf. Genau, machen wir das mal so. Damit der hier auch keinen Luftwiderstand an der Stelle hat. Wunderbar. Und vielleicht noch eine Battery auch. Na, obwohl. Ja, vielleicht noch hier unten vorm Triebwerk noch eine größere Batterie. Obwohl, nee, das Ding hier hat ja dann eine Batterie. Also das Shuttle hat ja eine Batterie dann. Da braucht man, glaube ich, keine. Ha, apropos, genau, hat es nicht. Moment, haha. Nein, da müssen wir tatsächlich auch nochmal eine Batterie setzen. Am besten hier so oben drüber. Dann haben wir da nochmal ein bisschen mehr Strom. Genau, Solarpaneele nehme ich jetzt nicht mit, weil aktuell ist es. Also, ja, ich hätte jetzt die Batterie noch weglassen können, weil in der Version wird noch kein Strom verbraucht für irgendwas. Aber wird ja wahrscheinlich dann irgendwann mal so kommen, genau. So, dann machen wir mal jetzt hier eine Düse noch drunter. So, und jetzt müssen wir natürlich noch Booster anbringen. Und da mache ich jetzt einfach mal wieder, weil wir das ja beim letzten Mal schon gemerkt haben, dass die Booster ein bisschen instabil sind, machen wir jetzt auch hier wieder die großen Dekuppler dran. Und bauen entsprechend die Booster, die Clydesdale nehmen wir da jetzt wieder. So, genau, wie das auch zusammenpasst, ne? Ist auch sehr schön. So, dann machen wir das, genau. Und dann würde ich sagen, wir können ja mal, ja, noch Struts hier bauen vielleicht. Verstrebungen. Sonst hauen mir hier wieder die Booster so ein bisschen ab. Ja, und natürlich auch Struts auf jeden Fall am Space Shuttle selber. Und da können wir ruhig auch ein bisschen großzügiger sein. Wir haben ja schon gesehen, dass es teilweise sehr stark wobbelt und so und auch nicht wirklich so gut zusammenhält teilweise. So, genau, das ist jetzt erstmal das Space Shuttle in der reinen Form. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Düsen hier an der Stelle ein bisschen ausbalanciert werden. Wir machen das jetzt so, dass wir die mal spaßenshalber setzen auf ein, hier ist ja der Thrust Limiter, das müssen wir jetzt mal so einstellen, dass das ungefähr so bei, sagen wir mal, 55 steht. Ich setze die Treibstoffleitung jetzt mal trotzdem, einfach nur, um euch das mal zu demonstrieren, dass das aktuell noch nicht wirklich berücksichtigt wurde. Es sei denn, es gab vielleicht schon irgendein Update. Machen wir mal zwei Treibstoffleitungen direkt auch. Genau, also wir sehen, die Richtung ist richtig. Die sind auch angeschlossen, aber ihr werdet gleich sehen, wahrscheinlich kommt dann der Vorführeffekt und es geht trotzdem. Ihr werdet sehr wahrscheinlich gleich sehen, dass es nicht funktionieren wird. Genau, so, jetzt müssen wir noch die Stufen einstellen. Booster. Wir sollten am besten auch die Trenner noch bauen, würde ich sagen. Die machen wir mal so, dass sie so ein bisschen von den Flügeln weggehen. Weil manchmal kippt das beim Starten dann durchaus auch noch so ein bisschen. Und da ist es natürlich dann besser, wenn das nicht in, wenn die Flügel nicht in irgendwelche Halterungen reinkippen. Machen wir das mal so. So, die Halterung müssen wir natürlich mit den Boostern gemeinsam auslösen dann. Und natürlich müssen wir auch die Düsen mit dem Booster zusammenzünden. Ganz wichtig. Da haben wir hier, genau, die drei Düsen, die müssen noch mitzünden. Genau, so, das kann weg. Das müssen wir mal gucken. Das wird dann als erstes abgesprengt. Das kommt dann danach. Und dann am Ende kommen die Fallschirme, weil wir fliegen ja dann, oder gleiten dann eigentlich durch den Weltraum. Ah ja, genau, was wir auch noch bauen können. Wir haben ja Monoprop dabei. Es gibt ja noch die Monoprop-Düsen auch tatsächlich. Weil dann können wir im Weltraum mit dem Monoprop so ein bisschen Schub geben und müssen da nicht den Liquid Fuel benutzen, haben wir mehr Möglichkeiten. Ja, und zum Docken müsste man jetzt noch ein komplettes Set an kleineren Monoprop-Düsen verbauen. Das spare ich mir jetzt mal, ja.
Das machen wir jetzt mal nicht, weil wir wollen ja nicht, wir können ja eh nicht docken, wir haben ja nicht zum Andocken im Weltraum. Genau, so, dann macht das mal so, dass nach dem Absprengen des Tanks, dass wir dann die Dinger noch aktivieren können, genau. So, das sieht doch gut aus soweit. Wie sieht Schub-Gewicht-Verhältnis aus? Oh, 2,9, nicht schlecht. Vessel is missing RCS. Precision Maneuvering for Docking will be difficult. Ja, okay, also er sagt halt, es gibt keine Manöverdüsen. Und das heißt, beim Docken gibt es Schwierigkeiten. Habe ich ja gerade erklärt. Ist kein Problem. Ist halt jetzt so, ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal noch eine Überprüfung des Center of Thrust. Ja, okay, der ist halt da. Dann gucken wir mal noch das Gewicht. Das ist da. Und das ist aber gut, wenn das Gewicht hier ist und der Center of Thrust ist da. Das müsste eigentlich dann ganz gut steuerbar sein normalerweise. Und der Lift, ja gut, der ist jetzt halt da so. Müsste eigentlich passen. So schnell habe ich übrigens noch nie einen Space Shuttle zusammengebaut. Und jetzt will man mal schauen, ob das dann auch was hermacht, wenn wir das gleich abheben lassen. Ich bin gespannt. Und da sind wir auf der Startrampe. Nee, wir sind auf der Runway gelandet. Okay, kein Plan. War da nicht Launchpad ausgewählt? Manchmal, wenn er merkt, das Launchpad ist noch irgendwie mit Teilen blockiert, dann setzt er einen auf die Runway aus irgendeinem Grund. Ist aber auch egal, wo wir jetzt letztendlich abheben. So, Schub ist gegeben, Stabilizer ist drin, dann sage ich mal Go. Ja, aber hallo! Sieht das geil aus oder sieht das geil aus, meine lieben Freunde? Es ist ja der absolute Wahnsinn! Ich habe gleich beim ersten Versuch ein Space Shuttle gebaut, was auch abheben kann. Ich werd wahnsinnig! Ich werd wahnsinnig! Versuch das mal im ersten Teil, ja? Unglaublich. Und das auf Rocket Scientist, meine lieben Freunde. Ah, und der Jebediah Kerman sitzt ja am Steuer. Das wird wahnsinnig. So, dann kippen wir schon mal so ein bisschen an, ne? Damit wir ja dann auch einen Orbit hinkriegen, vernünftig. Das ist ja der Hammer, Mann. Das ist der Hammer, der absolute. Wir sind schon 5000 Meter schon hoch. Ja, Mann, es ist so geil, es ist so geil. Es ist die volle Härte. Kerbal Space Program 2. Jawohl. Ein Space Shuttle, ein funktionierendes. Ich werde wahnsinnig. Und wir haben jetzt noch keinen Payload dabei, natürlich. Ah, das ist schon geil, Mann. Das ist so geil, Mann. Ist das geil? Es ist der Hammer. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja! Meine lieben Freunde, Gänsehaut! Und jetzt müssen wir gleich die Booster absprengen. Pass auf, da geht bestimmt was schief. Oh, wow. Nein, jetzt habe ich den Tank schon abgesprengt. Ich habe zweimal gedrückt. Ach, ist egal. Ist egal, wir sind trotzdem auf dem Weg. Jetzt haben wir halt weniger Treibstoff einfach. Aber er hat ganz schön viel Sprit verloren jetzt schon, ne? Das ist schon ganz schön krass. Mal sehen, ob wir einen Orbit schaffen jetzt. Hätte ich jetzt den Tank nicht abgesprengt, würden wir jetzt noch weiterfliegen. Aber egal. So ist das halt. Wie sieht's denn aus mit der Flugbahn eigentlich? Wie sind wir denn? Warte mal, mach mal, guck mal. Oh, wir sind im Weltraum. 78.000. Kann man denn jetzt noch mit genug Treibstoff jetzt noch einmal rum? Nee, geht nicht. Okay, haben wir nicht genug. Aber ist ja, ist geil, ist geil, ist geil. Hätte ich jetzt den Tank nicht abheben. Weil ich so nervös bin, weil das noch nie so gut geklappt hat, habe ich aus Versehen zweimal gedrückt. Ach Mensch, das ist wieder typisch. Es muss immer irgendwas schief gehen, sonst ist es nicht Kerbal Space Program, ja? Aber hey, guckt euch das mal an, wir sind im Weltraum. Mit einem Space Shuttle. Und wir sehen Jebediah Kerman. Er sitzt am Steuer. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Na, 187 Delta V noch. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. So, das Problem, was wir jetzt aber haben, ist, wir fliegen gerade über Wasser, glaube ich. Und dann kommt auch noch eine Nachtseite. Ich glaube, ich versuche mal wenigstens so ein bisschen mehr so darüber zu fliegen. Auch wenn wir schon sonst nichts können, können wir wenigstens das machen. Dass wir nicht in der Nachtseite landen. Weil ich würde schon gerne sehen, wo ich lande. Das wäre schon irgendwie ganz nice. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Wenn wir vielleicht so ein bisschen eher so darüber steuern. Aber ja, steuern. Wir müssen halt gerade gegen die Flugbahn, also so seitlich, das ist immer nicht so einfach. Und wir. Okay, das war's. Nee, warte halt, wir haben noch die anderen. Moment. Genau, wir haben die noch.
Ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber hey. Ich meine, wie tief sind wir denn jetzt schon? Schon wieder 76.000, wir fallen schon wieder. Ich will nicht im Dunkeln landen, verdammt. Das ist wirklich so mega dunkel teilweise. Aber guckt mal, auch cool, ne? Wie die Sonne den Berg da unten noch anstrahlt, weil er halt einfach höher ist als das umliegende Gelände, ne? Ist auch so geil. Geil, geil. So, ich gebe gerade noch Schub mit den Monoprop-Düsen. Mal schauen, ob wir dann wenigstens vielleicht noch ein bisschen die Flugbahn in die andere Richtung kriegen. Wie sieht's denn? Ach. Nee, man hätte jetzt eigentlich in Orbit machen sollen und einmal voll rum. Das Blöde ist, ich kann halt in dieser Version noch nicht zum Start zurücksetzen. Ich kann halt nur das Raumschiff bergen und auch nur, wenn es gelandet ist. Wenn ich hier mal Escape drücke. Ja, ich kann nicht weder zum Launch noch zum Vehicle Assembly Building kann ich zurück. Dann laden wir jetzt einfach das Space Shuttle nochmal. Und, ja, launchen das jetzt einfach nochmal. Das müsste ja das hier sein eigentlich. Und da ist es. Und jetzt auch auf dem Launchpad. Und da würde ich mal sagen, gib ihm. Und jetzt nicht wieder den Tank absprengen, Herr J. nochmal. Diese Kerbels. Oh. Na, jetzt hat es natürlich wieder ein bisschen gezickt beim Starten. Aber man muss mal sagen, diese Kerbels klingen wirklich irgendwie wie so japanische Lilliputaner irgendwie. Also die Sprache klingt so ein bisschen so. Das hat ja gar kein SAS an. Kein Wunder, dass es so shaky ist. Warum ist denn das jetzt ausgewiesen? Normalerweise ist das doch direkt an beim Start. Und ich wundere mich hier, warum ich hier so viel arbeiten muss beim Fliegen. Das gibt's doch gar nicht. Dreh dich mal ein bisschen hier. Oh, oh, nicht zu viel, nicht zu viel. Vielleicht hätte ich das Vectoring ein bisschen reduzieren sollen. Ach, ist auch egal. Jetzt müssen wir jetzt mit leben, aber bloß nicht den Tank wieder absprengen, Spielbär. Auf gar keinen Fall den Tank wegsprengen. Fliege ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Müsste die richtige sein eigentlich. Juhu, Space Shuttle! Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn, meine lieben Freunde? Es ist schon ein bisschen geil. Und vor allem auch, wie das hier aussieht von hinten. Guckt euch das mal an. Nice, nice. Es ist so cool. Ein Space Shuttle. So, jetzt nur einmal dekuppeln. Nicht zweimal. Einmal, bitte. Richte dich mal Prograde aus, vielleicht. Das wäre sehr nett. Oi, 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 die Flügel. Oh Gott. Ja, ja, eiert ein bisschen. Da müsste man das Vectoring ein bisschen reduzieren noch von den Triebwerken. Die haben ein sehr starkes Vectoring. Die heißen ja auch Vector, glaube ich. Also, ja. So, aber wir sehen schon... Wir sehen jetzt halt hier, die Triebwerke verbrauchen trotzdem ihren Treibstoff schneller als der hier, ja. Also normalerweise, da wir jetzt diese Treibstoffleitung gelegt haben, müsste eigentlich das Triebwerk seinen Treibstoff hier in dem Tank schneller loswerden, weil die ja seinen Treibstoff mit verbrennen hier. Aber es ist tatsächlich nicht so. Sie verbrauchen ihren Treibstoff, die drei verbrauchen den, der hier drin ist, und der verbraucht den, der hier drin ist. Das ist halt das Problem jetzt momentan noch. Also es gibt keinen Treibstofffluss. Also zumindest nicht so wie im ersten. Man kann auch nicht Rechtsklick auf den Tank machen und irgendwie sagen, hey, pumpt das doch mal von dem Tank in den Tank um, ja, oder so. Na gut, das ist hier eh kein Tank, hier hinten halt. Kann man nicht. Man kann nicht Rechtsklick machen und von einem in den anderen pumpen. Ich kann mich aber auch erinnern, das war ein Feature, das kam beim ersten Kirby Space Program auch erst sehr viel später tatsächlich. So, ich glaube, yo, Baby, guckt euch das mal an. Was ist denn das hier? 116.000. Nicht schlecht. Lasst mal einen Orbit machen. Das kriegen wir doch sicher hin, oder? Das sieht doch gut aus. Guckt mal. 186. 100. Quatsch, nicht 100. Warte mal. Schiebt das nochmal ein Stückchen so. Nee. So. Dass wir das ein bisschen ausgleichen noch, würde ich sagen. Zwischen den beiden Punkten. Richte dich mal aufs Manöver aus. 118 und 104, genau. Das ist besser. In einer Minute sind wir am Manöver. Und dann können wir nochmal Schub geben. Nice. Und dann tingeltangeln wir einmal rum um den Planeten. Nicht wahr? Werfen den Tank ab und landen wieder. Bin ich mal gespannt jetzt, ob ich die Landung hinkriege. Wer ist denn Tim C. Kerman? Den kenne ich ja gar nicht, den Tim C. Das ist bestimmt ein Entwickler, ohne Witz. Der Name Tim C. ist bestimmt...
Hieß nicht der Everyday Astronaut auch Tim? Ich weiß aber gerade den Nachnamen nicht mehr von dem. Vielleicht ist es auch eine Anspielung an den. Nee, der hieß ja nicht Tim Dot oder so. Da wäre es ja eigentlich Tim D. Boah, Mann, ist das geil. Also, es sieht schon so geil aus und auch diese... Mann, ich habe am ersten Teil, ich weiß noch, wie ich damals immer rumgefrickelt habe mit dem Space Shuttle. Wie lange das gedauert hat, bis ich das mal hinkriege. Und hier kriege ich das einfach direkt auf Anhieb hin, Mann. Das ist einfach so geil. Alleine schon die Flügel so zusammenzusetzen im ersten Teil war immer ein Krampf mit diesen ganzen Einzelteilen immer. Ja, hier passt die Flügelfläche nicht, da musste die wieder zurückziehen und dann wackelt die Flügel dann auch ständig. Gott, die Flügel, ey, wirklich. Mit dieses Flügel-Feature ist das Beste, ohne Witz. Ich werde so viel mit diesen Flügeln machen. Ich will auch auf jeden Fall nochmal die Rocket Lab Neutron-Rakete nochmal bauen. Die hatte ich so gut hingekriegt. Und dann war sie wegen dem Speichern- und Ladenproblem, war sie dann wieder weg. Aber auf jeden Fall, die will ich auf jeden Fall auch nochmal euch zeigen. Die baue ich nochmal neu, auch mit euch zusammen dann. Der absolute Wahnsinn. Ich habe so viel vor. Es wird einfach der Hammer. Ich habe auch schon das Elon Musk Starship gebaut, tatsächlich. Das können wir eigentlich mal als nächstes machen noch. So, okay. Das SAS scheint gerade Probleme zu haben, das auszugleichen. Das ist schwierig. Stopp. Ich glaube, wir müssen mal hier die Dinger noch ein bisschen Schub begrenzen. Mach die mal nochmal nur so auf 35 oder so. Weil sonst haut er mir das Ding um die Ohren hier. Das ist natürlich ungünstig. Gib nochmal Schub. Ja, jetzt hat er es halbwegs. Die sind einfach zu stark, die drei. Und jetzt sind ja auch keine Booster mehr hier dran, die das ein bisschen ausgleichen. Nicht, dass wir hier jetzt abstürzen deswegen, nicht wahr? So, man sieht auch schon, wir müssen da jetzt ganz schön... Jetzt habe ich natürlich das Manöver verpennt fast, ne? Ja, man muss da ein bisschen gucken auf jeden Fall. Beim Space Shuttle, das ist alles nicht so ohne. Ist ja auch nicht umsonst eines der komplexesten Fahrzeuge, die je gebaut wurden, nicht wahr? Also in der Realität halt auch, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Angaben hier jetzt überhaupt noch passen. Für das Manöver, müssen wir mal gucken. Wie tief sind wir denn gerade? Wir sind bei... Ah, wir sind mal noch hoch genug, 160. Gott sei Dank bin ich schön hochgejumpt. So, jetzt müssen wir länger burnen. Da kommt jetzt natürlich der Manövernot nicht mit klar. Aber ich sehe auch gerade, guck mal, unser Manöver hier ist eh falsch. Das wäre jetzt eh zu viel. Ich burne einfach mal drauf los. Komm, mach das mal weg. Wir burnen einfach mal so lange, bis wir einen Orbit haben. Das geht auch. Okay, jetzt hat er ja keinen Dings mehr, auf den er sich ausrichten kann. Richte dich mal Prograde einfach mal aus, genau. Einfach mal Prograde bleiben jetzt. Guck mal, da haben wir einen Orbit. Stopp. Dann machen wir jetzt hier einfach nochmal einen Burn. Aber nee, eigentlich ist das gut so. Die Flugbahn ist eigentlich gut so. Wir können ja dann auch noch durch die Atmosphäre fliegen auch. Okay, dann lassen wir es mal so. Machen wir mal vielleicht hier noch ein Manöver, dass wir da nochmal ein bisschen abbremsen. Oder vielleicht eher hier so, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer sind dann. 39.000. Vielleicht noch ein bisschen früher, so. Machen wir es mal dahin und dann richte dich mal drauf aus. Nice, jetzt sind wir auf der Nachtseite. Wunderbar. Genau, jetzt muss er ja retrograd dann brennen. Das ist ja ein Bremsmanöver. Sollte zumindest eins sein. Dann machen wir mal Vorlauf. Yes! Hahaha! Wunderbar. Was ist das geil? Ich habe ein Space Shuttle. Wie gesagt, nicht ganz wie ein originales Space Shuttle mit dem Tank halt. Das ist halt ein bisschen problematisch, wie gesagt, noch in der Version. Aber hey, ja, ich meine, im ersten Teil, wie gesagt, da war das einfach ein Gefrickel vor dem Herrn, wenn du ein Space Shuttle haben wolltest. Und hier ist das einfach mal ein, ja, ich will nicht sagen ein Selbstläufer, man muss natürlich schon auch ein bisschen gucken. Aber es ist verzeihender. Und das im, und das hier in diesem Modus, ne, in diesem Rocket Scientist Schwierigkeitsgrad. Das finde ich schon beeindruckend eigentlich. So, jetzt habe ich ein bisschen zu lange geburnt, wie es aussieht. Habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Aber ist egal. Wir haben ja dann noch Treibstoff hinten drin. Wir können ja auch die Triebwerke zünden, um nochmal ein bisschen weiter zu fliegen, dass wir zum Space Center kommen. So, dann richte dich mal Prograde aus. Nicht, dass wir jetzt hier Probleme kriegen. Ja, und dann werfen wir den Tank eigentlich gleich mal ab, wa? Besser ist es. Ja, wunderbar. Sehr elegant, sehr elegant.
sehr schön, weil den können wir jetzt nicht gebrauchen. Ach, guck mal, jetzt bin ich doch leer. Aber dann hat er den Treibstoff in die falsche Richtung gepumpt. Dann hat er den da reingepumpt. Egal, warte, wir können ja hier die Dinger noch mit anmachen jetzt. Weil jetzt bin ich doch leer. Hat er dann doch irgendwie... In irgendeine Richtung hat er dann gepumpt. Aber er hat ihn in die falsche gepumpt, meine ich. Weil er hätte ihn eigentlich ja hier in den Tank leiten müssen. Laut meiner Platzierungsrichtung und nicht in den anderen. Das ist noch irgendwie komisch, wie gesagt. Und man kann es auch während des Fluges halt nicht umpumpen. Kein Plan, ja, warum? Das ist alles noch Early Access, glaube ich, ja. Ist alles noch sehr Early Access, aber wirklich sehr early. Und ich bin ja auch, wie gesagt, hier noch in der Pre-Early Access-Version gerade. Deswegen, das kommt ja dann noch on top dazu. So, ich würde mal sagen, vorspulen, dass wir mal schneller hier in die kritischen Luftschichten kommen. Und wir sehen, das ist wirklich wie im ersten Teil. Sobald du unter 70.000 kommst, kannst du nur noch die Physikbeschleunigung machen. Also das ist schon interessant, ne, dass das da immer noch genauso ist. So, wenn wir jetzt Schub geben müssen, müssen wir es halt mit den Monoprop-Düsen machen. Die werden wir natürlich nicht zu lange jetzt haben. Das heißt, müssen wir dann mal schauen. Wie gesagt, wenn wir jetzt nicht beim Space Center landen, ist es auch egal. Dann landen wir halt nicht da. Hauptsache, wir landen nicht im Wasser, weil Wasserungen sind, ich sag's mal so, noch problematischer als im ersten Teil. Das Wasser hat nämlich auch noch Wellen. Und macht auch noch komische physikalische Merkwürdigkeiten. Deswegen müssen wir da mal gucken jetzt. Das sieht so gut aus, meine lieben Freunde. Seht euch das an. Ist fast schon wie so ein kleines Luftschiff. Das Ding ist jetzt, es ist ja jetzt auch wirklich wie beim Original Space Shuttle eigentlich. Es hat eigentlich jetzt, ja, noch Manöverdüsen vielleicht hätte es noch das Original Space Shuttle. Aber ansonsten ist es jetzt eigentlich nur ein Gleiter tatsächlich. Also keine Triebwerke, kein gar nichts. Nur Manöverdüsen und halt Steuerflächen. Und dann eben hoffen, dass man mit Neigungen, also man kann das dann so vom Angle of Attack, kann man dann ein bisschen verändern und dann damit ein bisschen steuern halt. Aber wir sind jetzt halt mit 2300 Meter pro Sekunde unterwegs immer noch, ne? Und wir sind immer noch 50.000 knapp hoch. 50.000 Meter. Das ist schon nicht ohne. Aber wir kommen runter. Irgendwie kommen wir auf jeden Fall runter. Es wird nur einen Moment dauern. Wir haben eine Periapsis von 8000. Und endlich könnt ihr die Zahlen tatsächlich auch mal lesen. Das ist ja auch mal was Schönes. Pass mal auf, wahrscheinlich fliegen wir dann doch wieder in den Nachtbereich rein. Aber eigentlich müsste es, wenn es bei 8000 ist, schon sehr langsam sein dann eigentlich. Da müsste es dann schon nur noch so 200 Meter pro Sekunde schnell sein. Da können wir dann auch lenken und alles. Lenken jetzt bei der Höhe und bei der Geschwindigkeit dürfte nicht so wirklich gehen. Man kann höchstens vielleicht mit den Monoprops noch was machen und noch mal ein bisschen korrigieren. Und wenn ich jetzt den Anstellwinkel ein bisschen noch höher kriegen sollte, dann kann ich auch noch ein bisschen mehr auch bremsen, weil dann der Luftwiderstand größer wird. Wie gesagt, Plasma und Hitzeeinwirkung, Reibung gibt es momentan noch nicht, soll aber wohl relativ zeitnah noch nachgereicht werden tatsächlich. Okay, jetzt wird er doch ganz schön kopflastig. Das könnte jetzt an dem Monoprop vielleicht auch liegen, weil der ja noch voll ist. Aber die Flügel haben jetzt auch noch nicht so viel Auftrieb. Die sind ja noch, wir sind ja noch in einer dünnen Luftschicht. Da müssen wir mal gleich gucken, wie das ist, wenn wir in eine dichtere Luftschicht kommen. Ich hoffe, das ist vernünftig ausgebalanced jetzt. Da habe ich jetzt gar nicht so genau drauf geachtet, ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken. Aber der Tank ist ja auf jeden Fall leer. Wenn wir jetzt merken, dass wir sehr instabil fliegen, muss ich einfach nochmal ein bisschen mit dem Monoprop burnen, damit wir den noch loswerden. Damit es vorne leichter wird. Was ist denn, wenn ich jetzt Schub gebe? Was war das? Ah, okay, nee, guck mal. Ah! Guck mal, da kommen wir ein bisschen nach oben. Naja, ist ja auch klar, ne? Aber dafür gewinnen wir, glaube ich, auch wieder an Geschwindigkeit, oder? Aber so kann ich den Angle of Attack natürlich schön nochmal anpassen. Ist halt die Frage, ob wir das so machen. Oder ob wir es einfach jetzt mal akzeptieren, dass wir vielleicht ein bisschen flacher reinkommen. Guck mal, jetzt kann ich das doch etwas besser machen. Jetzt sind wir auch vorne natürlich wieder ein bisschen leichter geworden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind aber noch ganz schön hoch. Immer noch 36.000 und kommen irgendwie nicht so wirklich nach unten. Wir fliegen schon zu gut wieder. Aber ich meine, gut, laut Anzeige stürzt mir irgendwo da hinten ab. Also von daher muss das ja irgendwann muss er runterkommen.
Vielleicht erstmal doch ein bisschen mehr noch geradeaus fliegen und hoffen, dass wir noch ein bisschen Höhe verlieren. Ne, wir steigen gerade schon wieder. Die dynamische Musik ist übrigens so dynamisch, dass sie auch reagiert darauf, wenn du Triebwerke zündest. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mache. Okay, jetzt gerade irgendwie nicht. Aber normalerweise war das schon mal so. Also als ich Triebwerke gezündet habe, dann reagiert die auch drauf. Und wird dann lauter und intensiver, wenn man Schub gibt. Vielleicht sind das, wenn das Monotriebwerke sind, vielleicht deswegen nicht. Vielleicht passiert es nur bei denen. Auf jeden Fall, ja, sehr dynamisch. Und je näher man dem Boden kommt, desto intensiver wird es auch. Also desto spannungsintensiver ist er. Das finde ich richtig geil gemacht eigentlich. Das ist ein richtig tolles System. Vor allem die Übergänge sind auch sehr fließend. Also das ist nicht irgendwie abgehackt oder so, sondern das wirkt natürlich. Ich mach jetzt mal die Nase nach unten. Wir müssen mal ein bisschen an Höhe verlieren vielleicht auch. Dass wir mal ein bisschen in dickere Luftschichten kommen, damit das Bremsen ein bisschen besser funktioniert. Na gut, vielleicht jetzt nicht über Wasser. Das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Sache. Vielleicht jetzt lieber erstmal wieder anstellen so ein bisschen und wieder eher Höhe gewinnen. Na, wir sind aber laut Map landen wir immer noch da hinten. Also von daher, ich meine gut, bei einem Flugzeug ist die Karte mit dem Orbit immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Weil man ja durch das Hochziehen das immer verändert die ganze Zeit. Das heißt, da kann man nicht so genau sagen, man landet genau da hinten. Das ist eher so, der Punkt verschiebt sich halt ständig weiter nach hinten, weil man ja weiter nach vorne fliegt eigentlich. Und in der Regel auch mehr Auftrieb produziert. Wir sind immer noch 1700 Meter pro Sekunde schnell. Kann ich denn jetzt hier wenigstens so ein bisschen darüber fliegen noch, dass wir vielleicht noch eher auf Land kommen? Das wäre noch ganz geil eigentlich. Ja, versuchen. Die Steuerflächen bewirken halt noch nicht so viel, ne? Weil wir immer noch zu schnell und zu hoch sind. Das ist sehr homöopathisch. Ich mach mal hier so einen Schub. Schön zum Land rüber. Und so hat das Original Space Shuttle, glaube ich, auch einfach gemacht beim Steuern. Es hat einfach seinen Body in eine bestimmte Richtung ausgerichtet, um den Luftflow, den Airflow in eine bestimmte Richtung zu leiten und dann so zu steuern tatsächlich. Halt mit dem Affenzahn. Also so unrealistisch ist das gar nicht, was wir hier machen. Da sind Berge, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ja, Vorsicht. Oh, jetzt flippe ich. Das ist natürlich nicht so gut, wenn das passiert. Aber solange wir uns dann da immer noch... Richte dich mal Prograde aus, bitte. Schaffst du das? Solange wir uns immer noch mal Prograde ausrichten können, geht das schon. Na gut, jetzt sind wir auch gerade in der harten Bremsungsphase. Ich hoffe, warte mal, ich mach mal die Düsen an. Ja, alles klar. Mit den Düsen wirst du dich wohl benehmen jetzt. Was sollen denn die Leute denken? Unglaublich. Der macht hier Kunststücke, das ist der Körbel bestimmt. Der macht Kunststücke und will hier sein Können unter Beweis stellen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein schlechter Moment jetzt dafür. Ich will jetzt landen. Ist das ein Strömungsabriss? Okay, jetzt sind wir aber bei 200 Meter pro Sekunde nur noch. Mach mal nur eine Stabilisierung und richte dich mal nicht Prograde aus. Wir taumeln. Das ist natürlich beim Original Space Shuttle wäre das nicht so gut gewesen. Ich habe auch gleich keinen Monoprop mehr. Ich mach den mal kurz aus. So, jetzt fällt er einfach straight nach unten. Jetzt müssen wir es abfangen. Komm schon. Du hast das doch... Ich habe das doch schon mal geschafft hier. Natürlich habe ich es offscreen schon mal ein bisschen probiert zu bauen. Da hat das eigentlich funktioniert. So, jetzt Nase hoch. Aber hey, wir fliegen jetzt endlich wieder der Sonne entgegen. Ja, guck mal, jetzt habe ich es stabilisiert. War wohl ein bisschen problematisch. So, jetzt haben wir hier Dünen vor uns. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind immer noch 6000 Meter hoch. Die Wolken sind aber eigentlich immer ein gutes Indiz. Also wenn man durch die Wolken ist, geht es relativ schnell dann. So, jetzt suche ich mir eine schöne Wanderdüne aus und da lande ich dann. In die Linien rein, so. Nicht gegen die Linien. Das wird, glaube ich, dann eher ein bisschen problematisch. Toll, jetzt landet der Tim C. hier in der Sahara. Aber ich meine, jetzt habe ich mich stabilisiert. Jetzt fliegt er vernünftig. 141 Meter pro Sekunde noch. Aber das Steuern funktioniert gut. Das heißt, wir müssten dann eigentlich in der Lage sein, ein bisschen hochzuziehen. Ich werde jetzt aber versuchen, die Geschwindigkeit zu halten, weil ich möchte jetzt nicht zu früh hochziehen. Nur um dann festzustellen, dass ich dann einen Strömungsabriss habe und das wäre nicht so gut. Strömungsabriss ist unbedingt zu vermeiden. So, wir sollten auch schauen, dass wir möglichst versuchen, dem Schatten zu folgen einfach.
Also so entlang des Schattens. Alter, wie geil das einfach aussieht mit den Dünen. Wie der Schatten hinter den Dünen so geworfen wird, wenn die Sonne so tief steht wie jetzt. So, jetzt hören wir diese Drums, die jetzt aufspielen. 120 Meter pro Sekunde noch. Ich mach mal das Fahrwerk raus, wa? Das klingt nach einer Idee. Wo ist denn das? Ah, nee, warte, das kann ich mit G machen, genau. Wie im ersten Teil. G müsst, genau, G führt, fährt das Fahrwerk aus. Wunderbar. Aber die Räder sehen ein bisschen komisch aus. Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Nein, jetzt geht die Sonne auch noch unter. Kondensation, Herr Spielbär, jetzt. Vielleicht noch mal ein bisschen die Dinger hier zur Hilfe nehmen, dass wir noch ein bisschen uns nach oben eher ausrichten können. Also so auf, hochziehen noch können. Aber 75 Meter pro Sekunde ist eine gute Aufsetzgeschwindigkeit eigentlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, da ist die Spitze der Düne. Oh mein Gott. Warum muss die Sonne denn jetzt untergehen? Okay, hochziehen ein bisschen. 52 Meter pro Sekunde. 50 Meter sind wir noch hoch. Mach mal mehr Schub noch, genau. Ja, hat funktioniert. Fallschirm raus. Sauber. Das ist eine eher unvorteilhafte Ansicht, würde ich mal sagen. Schnell woanders hingucken. Mann, noch vorm Sonnenuntergang. Okay, die Sonne scheint noch so ein bisschen durch die Dünen durch. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen so ein kleiner Abfragefehler einfach. Und ich kann durch den Boden gucken. Das sind alles noch so kleine Fehlerchen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Kann ich bremsen? B war bremsen. Braking Power. Machen wir Braking Power auf 200. Okay, Fallschirme sind weg. Okay. Irgendwie kann man nicht bremsen. Okay, wir rollen einfach mal wieder zurück. Aber hey, wie geil ist es bitte? Wir haben ein Space Shuttle gebaut und haben es gelandet, nicht nur gestartet. Und an dieser Stelle endet diese Folge Kerbal Space Program 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Kerbal Space Program 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Der wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!